Die Höllennacht der Dark Knight Devils lockte verschiedene Pächtenvereine und jede Menge Besucher auf den Dorfplatz in Manswerth. Die Zuschauer staunten über schaurige Läufe mit Feuer- und Pyroshows. Und die Einnahmen dieses Abends gingen wie jedes Jahr an einen guten Zweck und kamen einem kranken Kind aus Schwechat zugute. Hinter der heutigen Höllennacht steckt eine Benefizveranstaltung für den schwer herzkranken 10-jährigen Jungen aus Schwechat, von Simon Matecker. Und alle Einnahmen, was wir heute machen, wird der Reinerlös für den jungen Mann gespendet. Direkt an seine Eltern, dass er Therapien und so weiter nach seiner Krankheit erhalten kann. Eine großartige Veranstaltung in Schwechat. Der Pächtenverein Dark Knight Devils, wann das werde, pflegt unser Brauchtum und auf der anderen Seite spendet er es auch für einen guten Zweck. Die Einnahmen von den Bundständen und von den kulinarischen Ständen wird heute gespendet für den kleinen Simon aus Schwechat, der sehr schwer herzkrank ist. Damit genügend Geld zusammenkommt, haben wir von der FPÖ Schwechat die Veranstaltung heute die Kosten übernommen. Das heutige Programm schaut so aus, dass wir als Heimmannschaft praktisch den Pächtenlauf eröffnen mit einer ca. 30-minütigen Show. Und dann kommen weitere 15 Gruppen aus ganz Österreich, die was mit uns sehr befreundet sind, wo auch wir bei ihren Heimläufen teilnehmen. Und die werden das Showprogramm bieten, ca. bis 21 Uhr. Fürchtet ihr euch da ein bisschen vor den Pärchen? Ja, schon ein bisschen. Ja. Seht ihr das erste Mal? Nein, das zweite Mal. Ich habe es schon öfters gesehen. Haben Sie aber wieder Spaß daran, vielleicht den Kindern ein bisschen Angst einzujagen? Nein, wir wollen den Kindern keine Angst machen, sondern wir wollen den Kindern sagen, dass sie keine Angst haben brauchen, ne, vor den Ganzen. Warum kommen Sie denn zur Höllennacht? Weil wir das erfahren haben, dass das so ein toller Aufmarsch werden soll und haben sich gedacht, wir schauen sich das Ganze an. Das heißt, Sie sind das erste Mal dabei? Das erste Mal dabei. Wir haben auch Freunde, die mitmachen aktiv bei den Pächten. Und da sind wir natürlich auch für den Simon, glaube ich, heißt der junge Mann, sehr verpflichtet, da mitzuspenden und mit dabei zu sein. Das heißt, Sie fürchten sich da auch gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich glaube, die fürchten sich eher von uns. Wie sind Sie denn zum Pärchentum gekommen? Es ist ein Kindheit auf schon ein Hobby für mich gewesen. Das hat mir immer gefallen und wollte immer machen. Ja, ich bin stolz, dass ich ein Pärcht bin, weil wir machen ja nicht nur Lauf, wir laufen ja nicht, wir machen es ja auch für ein herzkrankes Kind. Wir tun ja auch Spenden sammeln für kranke Kinder, also jetzt mal für den Simon, vielleicht nächstes Jahr für ein anderes Kind. Wenn man. Und ja, das ist für mich einfach der Ansporn, dass ich Pärcht bin. Ich liebe das Brauchtum, ich bin froh, dass es gibt. Die Jugend soll unsere Kultur, unser Brauchtum kennenlernen. Darum sind wir auch kinderfreundlich. Bei uns gibt es kein Schlagen, bei uns ist Alkoholverbot. So sagt man zu uns. Und die Pärchen mit Herz in Hochwolkerster vorige Woche sind wir so vorgestellt worden. Ich finde das toll. Wir sind jetzt mittlerweile 30 Mitglieder und das Wachsen ist ständig da. Wir hätten heuer noch mehr aufnehmen können, aber ich sage erst wieder am Jänner. Wir sind jetzt einfach zu viel im Showprogramm drinnen und das muss man wirklich trainieren. Und dadurch geht es erst ab Jänner wieder. Aber wir freuen uns über jeden Zuwachs. Worauf freut euch am meisten? Wenn es das Ganze aus ist. Genau, das ist irgendwie so spannend am Schluss auch meist.